Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motofuzzi. Heute sind wir wieder mal bei Vespa Malaga in Malaga, der Vertragshändler für Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi und Derby. Und wir testen heute die neue Piaggio Beverly 400. Großer Unterschied zum Beverly 300 soll es wohl nicht geben. Die Sportversion hat wieder inklusive diese Mia App, die, ja, wie gesagt, die Konnektivität zu eurem Smartphone herstellt und dann bestimmte Fahrdaten übertragen werden können. Alles andere soll genauso gleich sein wie mit der 300, eben nur, dass sie 35 PS hat, also ich glaube 10 PS mehr als die kleinere Version. Der andere Unterschied, den man noch natürlich von außen erkennen kann, ist zum einen, dieses Windschild ist inklusive, zumindest hier in Spanien, und der Auspuff ist ein Doppelauspuff, das heißt, da haben wir hinten zwei Ausgänge. Bei dem Beverly 300 war es nur ein ganz normaler. Erster Eindruck beim Sitzen. Ja, es ist wieder sehr hoch, beziehungsweise sehr, sehr breit. Aber das hatte ich euch ja schon beim 300er erzählt. Der Sitz, beziehungsweise die Beine, muss man sehr breit auseinander machen. Wir haben auch wieder Anti-Schlupfregelung, also Traktionskontrolle. Die ist jetzt einfacher ein- und ausschaltbar, hat er mir gerade gezeigt. Entweder haben sie da was geändert oder ich habe mich vielleicht zu blöd angestellt oder keine Ahnung, weil das mit dieser Kalibrierung abläuft. Auf jeden Fall soll das jetzt alles funktionieren. Wir wollen mal schauen, dieses kleine festmontierte Windschild, was das hier bringt und hoffentlich mir nicht zu viel Verwirbelung für das Mikrofon bereitet. So, ich würde sagen, wir fahren dann mal los und schauen mal, was mit dem Ding so abgeht. So, einschalten haben wir hier. Schlüssel haben wir einstecken. Das ist wieder natürlich Keyless Go. Wie soll das auch anders sein? Und wir schalten den ein, indem wir ihn nach rechts drehen. So, jetzt haben wir doch das Fernlicht eingeschaltet. Bei dem Schalter war ich mir nicht ganz sicher. So, wir nehmen wieder die Kloposition ein. Das ist ein ganz normaler Kloroller. Es ist heute etwas windiger
Deshalb kann es sein, dass ich vielleicht wieder über den Wind rede, obwohl der gar nicht so sonst ins Gewicht fällt. Blinker sind auch wieder gewöhnungsbedürftig, weil sie etwas anders sind als sonst normal. Er hat von unten schon ziemlich viel Anzug. Da muss man aufpassen mit dem Gaspedal, dass man da nicht übers Ziel schießt hier mit dem. So, und was ist hier los? So, das ist auf jeden Fall ein High-Powered Scooter. Mehr kann man wahrscheinlich schon nicht bekommen. Naja, ein bisschen mehr, aber es ist eines der stärksten Kloroller auf jeden Fall. Ja, wir haben sehr starke Verwirbelung durchs Windschild hier. Dann wollen wir mal schauen, wie negativ sich das bemerkbar macht auf der Autobahn. Ja, ich habe wieder den Eindruck, dass das sehr verrauscht. Ich hoffe, dass das okay ist mit dem Mikrofon. Ich weiß es nicht. Ja, der Sitz fühlt sich wieder also wie gesagt, sehr breit. Beine, ja, wenn man 1,75 ist, so wie ich, hat man schon ein bisschen so mit Zehenspitzen Probleme, da runter zu kommen. Die andere Sache ist, der Sitz ist wieder sehr, also fühlt sich zumindest wieder sehr hart an, also im Gegensatz zu anderen Rollern. Und eben hinten ist auch diese dominante, Lendenwirbelstütze wieder dran, die auch ziemlich hart ist. So, in der Stadt, eigentlich dürfen wir ja nicht mehr, hat sich ja alles jetzt, glaube ich, ab heute ist das neu, ist das heute der 11., ich weiß es gar nicht, die neuen Verkehrsregeln in Spanien, das heißt, wir dürfen nur noch, gibt es überall diese dämlichen Fahrradspuren, wo man nur noch 30 fahren darf, und dann, wenn es diese Spur gibt, dann darf man längst daneben 50 fahren, ansonsten gibt es die Spur nicht, darf man nur noch 20 in der Stadt fahren. Das ist absoluter super mega Hammer. Ja, ansonsten das Display ist gleich wieder, da brauche ich schon gar nichts mehr sagen, aber ich werde es natürlich trotzdem tun. Das Display ist wieder gleich wie Medley Beverly, achso, wir sind ja auf dem Beverly jetzt. Und ja, da hat sich nichts verändert. Aber wie gesagt, ich erkläre es euch dann trotzdem nochmal. So viel Power in der Stadt ist natürlich eine feine Sache. Ja. Das ist auf jeden Fall schön. Besonders wenn es noch Städte gibt auf der Welt, wo man vielleicht noch ein bisschen 50 fahren kann oder so. Wie gesagt, bei uns ist das ja jetzt auch schon praktisch nicht mehr erlaubt. Aber ja. Ja, ansonsten weiß ich, ja, ehrlich gesagt, ich werde nachher natürlich ein bisschen was zum Fahrverhalten sagen, schon gar nicht mehr, was ich alles dazu sagen soll, weil die Roller ähneln sich ja alle, bis auf den Motor da nachher. Da ist dann kein großer Unterschied mehr. Es ist auf jeden Fall sehr windig. Und das wird natürlich uns nicht gerade zugutekommen auf unserer kleinen Reise auf der Autobahn. Deshalb werde ich wahrscheinlich das Windschild nicht bewerten können, wie sich das verhält. Also wahrscheinlich geht der Wind knapp über den Helm oder so an den Helm rüber. Aber trotz alledem, dies wird es sehr viele Verwirbelungen geben, das weiß ich jetzt schon. Die Sportversion, so wie ich das verstanden habe, gibt es wohl in zwei Versionen. Einmal diesen wunderschönen Schwarz und dann einmal diesen wunderschönen Orange. Die andere Version gibt es dann wohl irgendwie in vier verschiedenen Farben, so wie ich das richtig gehört habe. So, wir werden leider hier etwas blockiert. Aber mit der Power der 35 PS haben wir das sehr gut geschafft. Bin ich ja mal gespannt, wie der Unterschied zum 300er ist beim 0 auf 100.
Ja, Sitzkomfort habe ich schon gesagt, alles sehr hart. Spiegel sind gut, kann man gut einstellen, zeigen genügend vorne und hinten. Ach Quatsch, vorne natürlich nicht. An der Seite und hinten meine ich. So, dann wollen wir mal sehen, was er hier am Berg zu bieten hat. Ich mache mal Vollgas. Oh ja, da kommt noch einiges. Da kommt einiges hier noch. Ist also durchaus nicht schlecht. Aber wie gesagt, leider kämpfen wir hier mit dem Wind. Ja, es glaube ich, es geht sogar, glaube ich, über den Helm rüber mit dem Windschild. Ist also eigentlich der Winkel, wenn es jetzt nicht so böig wäre und ich so schreien müsste, wäre das gar nicht mal so schlecht hier. Oh Mann, und dann noch die Brummis hier, das ist nicht gerade schön. So lässt er sich sehr gut auf Geschwindigkeit halten hier. Wenn wir 100, 110, merkt man gar nicht. Man hört den Motor nicht. Also nicht bei den Geschwindigkeiten und bei dem Wind höre ich den Motor überhaupt nicht. Ich höre nur den Wind. Und so, ja, von den Fahrleistungen kann ich auch nicht sagen, dass das irgendwie nicht gut wäre. Das ist gut. 35 PS. Und wenn ich den jetzt vergleiche mit meinem von heute Morgen, würde ich eigentlich schon sagen, ja, fühlt sich genauso an. Also das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Okay. Also das ist natürlich toll, wenn man so einen High-Power-Roller hat hier, da kann man sehr schöne Überholmanöver machen und man muss keine Angst haben, dass es dann irgendwie 10 Minuten dauert, so Elefantenrennen oder sowas. Das ist wirklich schön. Ja, genau gilt natürlich auch beim Motorrad, ist klar, ist immer besser ein bisschen mehr PS zu haben. Dann ist das, fühlt man sich schon ein bisschen sicherer, falls mal so eine brenzlige Situation kommt. Überhaupt kein Problem. Man hat immer noch genügend Luft, immer noch genügend Gas, um noch weiter zu beschleunigen, wenn man möchte. Aber wir können und dürfen nicht. Ja, er tuckert auch ein bisschen. Hatte ich ja schon bei der Vespa, bei der 300er Vespa festgestellt, dass die ein bisschen tuckert. Der scheint hier auch zu tuckern. So, der hat ja etwas größere Räder, ich glaube 16 Zoll, ne? Zumindest vorne. Das würde mich jetzt mal, ja, der fährt die Kurven eigentlich ganz stabil. Der ist auch irgendwie ein bisschen besser ausbalanciert, muss ich sagen. Die Sim-Roller, die sind immer nicht so am Anfang mein Ding. Den ich gerade heute da Probe gefahren bin. Nach einer Weile gewöhnt man sich dann dran. Aber hier, die Piaggio, die haben irgendwie so vom Hin- und Herschmeißen in der Kurve, so fühlen die sich irgendwie natürlicher an.
Das ist nicht so, dass man da irgendwie Kraft aufwenden muss oder denken muss. Das geht alles natürlich. Und das finde ich schon mal nicht schlecht. Ja, er fühlt sich ganz, ganz gut an hier in den Kurven. Und genug Power für den Berg, auf jeden Fall. Bremsprobe. Ja, hinten kommt wieder zuerst. Sind schön knackig, bremsen gut. Ich denke mal, richtig ausgelegt für den starken Motor. Der hat aber jetzt auch schon einen ganz schönen happigen Preis. Also, ich blende euch das nochmal ein. Ja, die Preise, das sind wohl schon die Preise auf der Straße, meinte er zu mir. Das liegt alles so um die 7000 Euro, das ist schon der Hammer. Und da haben wir natürlich, ja, heute haben wir eingetestet, Maxim 400, kostet 500 Euro weniger rund, ja. Und hat natürlich auch sehr viel mehr Stauraum, glaube ich. Und ja, okay, das Display hier natürlich mit Konnektivität, das kann der andere nicht bieten wiederum. Ja, also Fahrverhalten, wissen wir alles, ist eigentlich, ist natürlich sehr viel kraftvoller, aber ist gleich, oder ja, eigentlich gleich mit Medley, Beverly 300. Und nur eben, dass er mehr Power hat, fährt sich gut in den Kurven, lässt sich gut reinlegen, hat eine gute Gewichtsverteilung. Und eben gerade für die Kurven ist das ja immer von Vorteil. Ja, heute sind wir mit der Piaggio Beverly 400 HPE unterwegs und wir haben nochmal 10 PS mehr als der 300er. Das heißt, wir haben jetzt rund 35 PS und ansonsten ist er eigentlich mehr oder weniger identisch mit dem 300er. Er hat natürlich einen größeren Motor. Er hat Euro 5. Naja, das hat der 300er ja auch natürlich in diesem Jahr. Er hat als kleine Beigabe ein Windschild, das ist serienmäßig, zumindest hier in Spanien. Ansonsten das ist jetzt die S-Version, die hat dann wieder noch ein kleines Extra, und zwar, die hat diese Konnektivitätsgeschichte, die ist dann schon inklusive, also mit der Mia-App könnt ihr dann auf die Fahrdaten zugreifen. Das ist dann in der S-Version Standard. In der normalen Version müsst ihr dann wieder das für 146 Euro dazu kaufen. Ja, und natürlich der Auspuff ist etwas anders. Der ist zweirohrig oder wie sagt man, zweiflammig oder keine Ahnung, wie man dazu sagt. Und das ist der Unterschied, ja. So, die Bedienelemente auf der linken Seite haben wir. Die Hinterradbremse, sehr schön knackig, auch die Vorderradbremse packen schön ordentlich zu, gibt einem sicheres Gefühl. Dann haben wir einmal die Tankklappenöffnung auf der Seite hier und dann einmal die Kofferraumentriegelung. Kann man alles hier von hier aus entriegeln. Dann haben wir hier den Abblendlicht und den Fernlichtschalter. ASR scheint diesmal so zu funktionieren, wie es funktionieren sollte. Das heißt, ich drücke einmal, man schaltet es ein oder beziehungsweise aus und ich drücke einmal und man schaltet es aus. Dann haben wir darunter den Blinkerschalter links und rechts. Der ist okay, aber es ist schon nicht ganz so super. Die Qualität, ehrlich gesagt, überzeugt mich nicht so ganz. Ja, er macht nicht so ganz so, auch die Schalter, die machen nicht so einen hochwertigen Eindruck, muss ich sagen. Also das ist auf jeden Fall nicht Honda oder Yamaha Standard. Dann haben wir hier die Hupe, die ist ganz normal. Auf der rechten Seite haben wir dann noch den Ein-Ausschalter, Kill-Switch, Warnblinkleuchte, kann man hier ein- und ausschalten und die Verbindung zur Mia-App bzw. die Konnektivität, wenn wir darauf drücken, können wir das dann irgendwie paaren oder wie auch immer koppeln. Hier die Mode-Taste, da können wir dann das Display links und rechts umschalten und den Startschalter haben wir hier rechts. Na, natürlich auch den Gasgriff und die Bremse vorne. So, dann haben wir hier das Display.
Das ist, wie gesagt, genau das gleiche wie beim Medley, Beverly 300 und 400 hier. Das heißt, wir haben oben die Kontrollleuchten. Wir haben ganz links oben die Temperatur. ASR blinkt jetzt wieder. Keine Ahnung warum. Dann haben wir noch die Restreichweite 70 Kilometer und den verbleibenden Kraftstoff im Kraftstofftank. Hier sind noch ein paar andere Symbole, die ich jetzt nicht sehe. Dann haben wir den Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser. Oben rechts haben wir die Uhrzeit, glaube ich. Die ist natürlich jetzt verstellt. Und dann haben wir hier noch Trip A, Trip B und so weiter. Das schalten wir jetzt gleich mal um. Und wir haben noch mal die Mode-Taste. Die ist ja praktisch parallel zu der anderen Mode-Taste hier rechts. Und eine Set-Taste, also um irgendwas zurückzusetzen. So, schauen wir mal. Wir wollen jetzt mal die linken Daten ändern. Das heißt, wir drücken einmal kurz immer jeweils die Mode-Taste. Wir haben jetzt die verbleibenden Kraftstoff, 70 Kilometer. Wir drücken einmal, wir kommen auf den Durchschnittsverbrauch, auf die Maximalgeschwindigkeit, hatte ich jetzt gerade auf Reset gemacht, die Batteriespannung und Kilometer pro Liter, oder das kann man sicherlich auch wieder umschalten, den Verbrauch. Und Durchschnittsverbrauch. Da sind wir schon wieder. Ja, sind wir einmal rum. Und auf der rechten Seite können wir das dann umschalten, indem wir zweimal kurz die Taste Mode drücken. 1, 2. Dann haben wir also Trip B. Jetzt sind wir wieder auf der linken Seite, also zweimal drücken. Dann haben wir den Gesamtkilometer. Dann haben wir Trip A, habe ich zurückgesetzt und das war schon. Das sind die Daten, die man im Display verstellen kann. Natürlich kann man sie auch irgendwie zurücksetzen. Das war eigentlich schon das Display. So, dann kommen wir schon zum Stauraum vorne. Das Handschuhfach ist ja bei Piaggio Vespa immer ziemlich ähnlich. Wir drücken einmal auf den Schlüsselknopf, dann geht das Ding auf. Die Klappe ist sehr ausladend, wie ich schon sagte, aber man kann nicht so viel einladen. Wir haben auch einmal wieder diesen manuellen Entriegelungsschalter, falls die Batterie am Ende ist, und wir haben eine USB-Steckdose, kann ich fühlen, ja. Und auf der rechten Seite haben wir das Kühlwasser. Das sieht so aus, als wenn da gar nichts drin ist. Wir sollten sie vielleicht mal überprüfen. Wir haben hier die FIN-Nummer und wir haben hier wieder einen Haken für eure Einkäufe und natürlich hier den Startschalter. Das ist die Sache. Und jetzt kommen wir noch zum Untersitzstauraum. Da können wir dann jetzt diese Taste hier drücken. Dann geht der auf. Und der sieht so aus. Der ist sehr breit. Also es passt auf jeden Fall immer ein Integralhelm rein und wahrscheinlich auch von der Höhe. Wenn man Glück hat, denke ich mal, zwei kleine Jethelme würden auch reinpassen. Wir haben ein Licht hier auch noch. Ansonsten haben wir hier keine USB oder so. Wir haben hier einen kleinen Werkzeugkasten noch drin, hier auf der Seite. Ansonsten war es das hier im Kofferraum. Der ist relativ breit und jetzt ja von zwei Integralhelmen, denke ich mal, passen leider nicht rein. Da ist er denn nicht lang genug. So, an dem Schlüssel haben wir dann noch drei Knöpfchen, die funktionieren und manchmal funktionieren sie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Also man kann den Kofferraum hier öffnen, wenn man länger drückt, aber es geht nicht immer. Dann kann man die Tankklappe öffnen. Das geht auch nicht immer. Also im Laden ging es jetzt wieder, jetzt geht es wieder nicht. Also das sind immer so die Sachen, ja, wo ich euch schon gesagt habe, da kann ich manchmal bei Piaggio verzweifeln. Sicherlich ist das ein Bedienungsfehler, klar, aber das ist alles irgendwie nicht intuitiv. Und das wollte ich damit nur sagen, wie beim letzten Mal, wo ich dieses ASR nicht wieder eingeschaltet bekommen habe. Ja, also das sind so eine kleinen Sachen, die ärgern mich dann immer. So, dann sind wir ja auch schon am Ende unserer Probefahrt hier mit dem Piaggio Beverly 400 HPE. Und ein S hat er auch noch hier, weil das eine Sportversion ist, wie gesagt, mit anderen Farben. Und beziehungsweise, dann glaube ich, sind auch nochmal die Felgen anders gefärbt. Und natürlich haben wir bei der S auch die MIA-App drin, also die Konnektivität. Die ist dann schon mit drin. Ja, die Preise blende ich euch ein, sind schon in der Nähe von 7.000 Euro. Finde ich schon ganz schön happig, muss ich sagen. Und ja, so vom Fahren her eigentlich wunderbar. Fährt sich sehr schön. Die Räder sind groß genug, um schön die Kurven zu fahren. Die Gewichtsverteilung finde ich eigentlich auch gut. Das
klappt wunderbar für die Kurven, für die Autobahn jetzt mit dem Windschild. Ging eigentlich auch, ich konnte es ja jetzt nicht so super testen, weil wir wieder sehr starken Wind hatten. Aber ich denke mal, sonst ist das auch eine feine Sache. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen. Soundcheck. So, let's go. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.